Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung zum Verhältnis von politischer Utopie und praktischer Politik. Mein Name ist Andreas Novi, ich bin Obmann der Grünen Bildungswerkstatt und arbeite an der Wirtschaftsuniversität. Wir freuen uns, dass wir Frieder Haug wieder nach Wien gebracht haben. War nicht einfach, ist uns aber dann doch geglückt und für eine Veranstaltung, die ein bisschen anders sein soll als vergangene Veranstaltungen, die wir mit Frieder Haug gemeinsam gemacht haben. Das ist ausdrücklich Ihr Wunsch, dass wir das nicht nur als einen Vortrag organisieren, wo dann ein paar Fragen gestellt werden, sondern die Idee wäre und Ihr Wunsch ist, dass es dann da einen Austausch gibt über das, was sie uns präsentieren wird. Deswegen haben wir ein Setting gewählt, das sich Fishbowl nennt. Die meisten werden es kennen. Kurz zusammengefasst wird es darin bestehen, dass es da vorne eine Diskussion nach dem Vortrag geben wird mit zwei Kommentaren. Ich werde moderieren und es wird immer die Möglichkeit geben, sich hier in die Diskussion einzubringen, weil es einen freien Sessel gibt. Aber es gibt nie diesen großen Moment, wo man einfach Fragen sammelt aus dem Publikum. Ungefähr hätten wir gedacht, 2 Stunden. Wie lange es genau dauert, wird dann ein Stück weit von unserer Energie und von Friedas Kräften abhängen. Ein paar Worte zur Einleitung, auch warum dieses Thema. Wir haben uns ja in Österreich schon lange auch mit Utopien beschäftigen, das gute Leben für alle, die 2 Kongresse, die viele Organisationen gemeinsam veranstaltet haben, haben dieses zentrale Anliegen auch versucht aufzugreifen, dass wir in einer Situation leben, wo wir ständig Abwehrkämpfe führen müssen. Immer gilt es, irgendwas zu verhindern, TTIP, demnächst wahrscheinlich eine schwarz-blaue Regierung, Trump und Widerstand und Widerstand, was notwendig ist, was aber auch Kräfte raubt und was auch an Kraft gewinnen würde, wenn man es verbinden könnte mit einer Utopie. Frieder Haug hat schon viele Jahre an einer Utopie gearbeitet, die 4-in-1-Perspektive, eine sehr spannende Utopie rund um den Arbeitsbegriff. Und gleichzeitig hat sie die Erfahrung gemacht, Utopie allein verändert die Welt nicht. Da gibt es Probleme und Schwierigkeiten, das dann umzusetzen. Daher auch der Titelvorschlag, den sie selber gemacht hat und mit dem wir uns beschäftigen, um dieses Spannungsverhältnis von Utopie und Politik, die Schwierigkeiten, Utopien praktisch werden zu lassen und Möglichkeiten, es vielleicht doch zu schaffen. In diesem Sinne, zum Setting, Frieder Haug wird jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde sprechen. Ich werde mich dann auf Ihren Platz setzen, habe die Aufgabe, Sie darauf hinzuweisen, dass die Dreiviertelstunde sich dem Ende genähert hat. Dann werden wir uns hier rübersetzen und die 2 Kommentatorinnen werden die Kommentare zum Vortrag geben und dann eben die Möglichkeit, sich allgemein zu beteiligen. Frieder kann darauf eingehen und es entsteht eine Diskussion, so wie wir zumindest uns das vorgestellt haben und erhoffen. Ja, es gibt eben einen freien Sessel, das wird man sehen, den man dann eben benutzen kann. Ich werde das dann auch nochmal ausdrücklich erklären, wenn wir sitzen. Jetzt würde ich dich bitten, liebe Frieder, dass du uns deinen Vortrag präsentierst. Also ich freue mich auch, hier zu sein. Schon seit 4 Tagen gehe ich ohne Stock. Und nun wollen wir auch noch hoffen, dass ich ansonsten durchhalte. Und wenn nicht, werdet ihr mir helfen, denn ich habe eigentlich gedacht, ich wollte eine Beratung haben. Ich wollte Leute, die sich mit Utopien, mit dem, was ich schon gemacht habe, mit Marxismus, mit Feminismus beschäftigt haben und in praktischer Politik gewandt sind, was die eigentlich für Erfahrungen gemacht haben, weil ich eine sehr verblüffende Erfahrung mit der 4-in-1-Perspektive gemacht habe. Das habe ich mir jetzt so
vorgestellt, dass alle, die im Raum sind, sowieso die 4-in-1-Perspektive längst kennen, sodass ich die nur sehr kurz zusammenfassend und nicht mit allen Stacheln vorstelle. Dann die Geschichte der Akzeptanz oder beziehungsweise ihrer Ablehnung und mit welchen Begründungen innerhalb der Linken in Westdeutschland, in Deutschland. Die Linke ist ja nur in Deutschland im Ganzen. Und dann zwei Stücke, wo ich überlege, ob man so oder so oder so lesen, es lösen könnte, die noch unfertig sind, wo ich hoffe, dass ihr dann allesamt fantastische Ideen habt und weiter mir auf die Sprünge helft. Denn wenn es nicht wirklich geht, dann kann es ja sein, dass der ursprüngliche Entwurf verkehrt ist. Aber es kann auch sein, dass es Hindernisse gibt, die man gemeinsam überwinden kann. Ich hoffe Letzteres und dass ihr das dann mit mir zusammen rauskriegt. Also vorausgesetzt ist natürlich ganz allgemein, dass man ohne eine Vorstellung einer besseren Gesellschaft, einer besseren Praxis überhaupt gar keine Politik machen kann. Man braucht irgendetwas, man muss es nicht Utopie nennen, denn dann kommen alle diese Vorlesungen, die sagen, warum Utopie der falsche Begriff ist und es hat keinen Boden und so. Und man kann es, muss es auch nicht Vision nennen, das hat auch so was Abgehobenes. Perspektive vielleicht, aber jedenfalls sollte man eine Perspektive relativ konkret von einer anderen, besseren Gesellschaft haben, um die Politik nicht einfach beliebig und irgendwie reformistisch und uferlos zu machen. Und das ist umso dringlicher, da das sozialistische Modell, welches eigentlich eine solche Perspektive war, ein bisschen in Ungnade und ins Scheitern gegangen ist. In dem Versuch also jetzt das Verhältnis von solchen Perspektiven, Utopien, Visionen, wie heißt es hier, Utopien, zur praktischen Politik zu prüfen, geht es ja um eine wirkliche Problematik von allen, die für eine bessere Gesellschaft im Verhältnis zur jetzigen eintreten, die überhaupt heute praktisch Politik machen. Das ist also euer aller Problem, nehme ich an. Und mein Vorschlag war, das an diesem Modell 4-in-1-Perspektive zu diskutieren, weil dieses eigentlich das zurzeit einzige politische utopische Projekt ist, was innerhalb einer weit gefassten Linken existiert und von mir im Streit mit vielen, auch lernend von den vielen Gegnerinnen und Gegnern, entwickelt wurde. Also gibt es zusätzlich aber einen praktischen Versuch und eine Geschichte, die lehrreich sind, beide, von denen man lernen kann. Und ich hoffe also auf eure vielfältige Erfahrung, Engagement, Fantasie und dass wir das gemeinsam hinkriegen. Ich beginne mit einer ganz kurzen Erinnerung, was ist die 4-in-1-Perspektive? Gibt es übrigens Menschen im Raum, die es gar nie gehört haben, jetzt dieses blödsinnig maoistische Fremdwort vor sich haben? Naja, 3, 4, sie können dann später bei Andreas und Silvia oder Heidi oder sonst wem eine Arbeitsgruppe dazu machen. Ich mache es nämlich sehr kurz. Am besten versteht man es, wenn man mitkriegt in der Geschichte, wie das entwickelt ist, welche Probleme es eigentlich gab, die gelöst werden wollten und die also so verschoben wurden, dass eine gemeinsame Arbeit als Transformation begonnen werden konnte. In der 4-in-1-Perspektive sind es 3 Felder, die absolut elementar sind, nämlich was verstehen wir eigentlich unter Politik, was für ein Gesellschaftsentwurf steckt dahinter und was für einer von Realpolitik oder alltäglicher Politik, praktischer Politik heute. Alle 3 werden verschoben in der 4-in-1-Perspektive. Mein eigenes individuelles Glück ist, dass ich zugleich aus gewerkschaftlichem Engagement und aus der Arbeitsforschung wissenschaftlich kam und die Frauenbefreiung mir sozusagen mit ganzem Leben wesentlich war, sodass ich 3 Beine hatte, auf denen ich relativ gut gehen konnte und also von Anfang an
Arbeiterbewegungspolitik und Frauenbefreiung oder Aufbegehren zusammenbringen wollte. Dazu gibt es unendliche Massen von Veröffentlichungen. Ich musste das neulich zählen für irgendein Interview. Das sind 150, die ich inzwischen dazu irgendwo verstreut gemacht habe. Nicht etwa immer dasselbe, sondern Varianten dazu, aber immerhin. Viel war auch in Österreich. Der Andreas hat es schon gesagt, ich habe bestimmt 4, 5 Vorträge hier und auch Arbeitsgruppen und Seminare zur 4-in-1-Perspektive gemacht, sodass ganz Österreich weiß, worum es sich handelt. Ich erinnere kurz daran, es begann mehr oder minder mit dem, was innerhalb des Feminismus, der Frauenbewegung, die Hausarbeitsdebatte genannt wird. Und da ging es um den marxischen Arbeitsbegriff. Hat er nicht den falschen Arbeitsbegriff, wenn da überhaupt die Hausarbeit nicht drin vorkommt? Und nun gibt es eine unendliche Debatte mit vielfältigen Texten, die immer spitzfindiger und akademischer werden, zu der Frage, dann ist eigentlich Hausarbeit produktiv? Ja oder nein? Schafft sie Mehrwert? Ja oder nein? Und das wird unendlich und wird immer weniger ähnlich den tatsächlichen Problematiken, weil ihr könnt euch denken, was passiert, wenn man zum Beispiel sagt, Hausarbeit ist Mehrwert schaffen und produktiv und wir sollen das dann messen und sagen, ja, aber wenn die 2 Dienstboten hat und nur ab und an in die Küche geht, ist das dann dasselbe, wie wenn eine sowieso nicht kocht, weil sie in die Fabrik geht und hat aber auch die Hausarbeit am Hals und wie groß muss der Teppich sein, bei wie vielen Quadratmetern können wir das irgendwie einrechnen in die getane Arbeit, wenn wir das bezahlen wollen und so wird es immer toller und immer verrückter, man weiß nicht mehr, worum ging es eigentlich wirklich. Welche Folgerung wollen wir eigentlich ziehen? Soll alle häusliche Arbeit in Lohnarbeit einbezogen werden und also bezahlt? Eine Fragestellung, wo sich die Geister dann scheiden. Anerkannt, was soll das sein? Anerkannt, wenn man davon nichts hat, ne? Außer der Anerkennung irgendwo außerhalb. Und was ist eigentlich mit Entfremdung, wo wir doch immer dachten, dass Lohnarbeit entfremdete Arbeit ist? Sollen wir alle dafür plädieren, dass nun auch die häusliche Arbeit entfremdet wird und wir dazu ein dingliches Verhältnis bekommen? Oder wollen wir die Hausarbeit gänzlich abschaffen? Auch ganz schön schwierig und die tatsächlich eher sehr eng zusammengefasst ist die Arbeiterbewegungspolitik mit ihren großen von mir auch verehrten Vorläufern, wie zum Beispiel Rosa Luxemburg, aber auch Lenin, Marx und sowas, die gingen davon aus, dass die ganze Gesellschaft eine einzige Fabrik ist. Alles wird vergesellschaftet. Sämtliche Hausarbeit, sämtliche Kindererziehung, das existiert gar nicht mehr als etwas, was einzelne Menschen für sich erledigen müssen, sondern es ist schon abgeschafft, weil es verdummend ist und so weiter. Das Lenin jetzt, es ist verdummend und die Frauen müssen da rausbefreit werden und nur Seite an Seite mit den Industriearbeitern werden sie gemeinsam die Befreiung erkämpfen und so weiter. Ist auch ziemlich, ziemlich starr. Wenn ihr das heute hört, würde das, glaube ich, keiner mehr mit der Hoffnung auf ein positives Echo hören. Und wenn man versucht, das zu lösen, also gleichzeitig zu sagen, das ist doch irgendwie furchtbar, das ist doch, die Arbeiten zu Hause sind doch dann ebenso schöpferisch und schön wie draußen, aber trotzdem möchte ich sie nicht bezahlt wissen, aber ich möchte auch nicht, dass Frauen in dieser Gesellschaft marginalisiert und ausgegrenzt werden. Ich möchte auch nicht, dass sie alleine dort sind. Und was möchte ich denn eigentlich, wenn ich für Frauenbefreiung schreie, gewiss nicht streite? Gewiss nicht, was wir am Anfang versucht haben, wir legen einfach alle unsere Babys auf die Schreibtische der ständig studierenden Männer, sollen wir mal sehen, wie das weitergeht. Das hat keine von uns getan, weil die haben die wahrscheinlich vergessen oder vom Schreibtisch fallen lassen oder sonst was. Wir konnten das nicht, weil das Problem ist, wenn man die Babys erst hat, liebt man sie und möchte sie nicht in dieser Weise einfach sich ihrer entledigen. Also dachte ich, wir müssen diesen Streit irgendwie beenden. Es kann nicht darum gehen, die Hausarbeit in die Lohnarbeit zu ziehen und nicht umgekehrt sie besser zu bezahlen oder überhaupt oder anerkennen, sondern wir müssen etwas ganz
anders machen. Also war diese Idee, dass wir diesen Zweig Lohnarbeit und den daran geknüpfte Arbeiterbewegungspolitik einfach stehen lassen, der ohnehin außerordentlich widersprüchlich besetzt ist. Das fühlt ihr ja gleich, weil es ja bei der Lohnarbeit und der Logik, nach der sie vollzogen wird, darum geht, dass man so wenig wie möglich Arbeit, lebendige Arbeit in die Produkte stecken will, weil dann die Profite größer werden, aber also daran sägt, die Arbeit wird immer weniger, aber gleichzeitig ist die Arbeit selber ja die Grundlage des kapitalistischen Profits und Reichtums. Sie fangen also schon von Anfang an in einem Widerspruch an. Und was machen wir jetzt mit diesem Widerspruch und mit diesem Idee der Sorge und Fürsorge der freundlichen, häuslichen Umsonstarbeit? Was machen wir dann an der Stelle? Die erste Idee war, wir lassen diese Säule Lohnarbeit stehen und zählen daneben mit dieser Logik, Arbeit muss weniger werden, verkürzt. Und Arbeit, Lohnarbeit dient zum Profit und ist entfremdete Arbeit. Mit dieser Doppelbestimmung lassen wir sie stehen und errichten daneben eine zweite Säule, die heißt auf dem Buch noch Reproduktionsarbeit. Das ist schwierig, aber wir können das jetzt nicht auseinanderlegen, weil jeder weiß, was Reproduktionsarbeit innerhalb der Frauenbewegung bedeutet, nämlich die häusliche Sorgearbeit, Fürsorge, Freundlichkeit, alte, junge Kinder, die alle noch nicht für sich selber sorgen können oder nicht mehr, sind eingeschlossen bis hin zur Freundschaft und Liebe zu den Menschen und zur Welt. Gehört alles in diese freundliche Sorgearbeit, stellen wir daneben und das folgt der genau umgekehrten Logik, was das Verhältnis zur Zeit angeht. Nämlich, es geht nicht darum, dass es die Zeit eingespart wird und je toller und rationeller und automatischer man das gestaltet, desto besser, sondern genau umgekehrt. Je mehr Zeit und man in Freundlichkeit und Liebe und so weiter verwendet, desto besser wird das Produkt. Also können die gar nicht ineinander geschränkt werden, sondern sie stehen nebeneinander. Das dauert übrigens lang, bis man das erste Mal anfängt zu denken, bis man das wirklich hinschreibt. Wenn ihr meine Texte verfolgen würdet, seht ihr, wie es sich da drin herumschleicht und dann wieder fallen gelassen wird. Und dann wird es gesagt, es ist Teil davon. Und dann aber wird es irgendwann wagt es sich heraus und kommt gedruckt vor. Die beiden gehorchen zwei verschiedenen Zeitlogiken. Und um die automatische Hierarchie zwischen der Lohnarbeit, also denjenigen, die außer Haus beschäftigt sind, und denjenigen, die im Haus sind, diese automatische Hierarchie zu entthronen, außer Kraft zu setzen, werden die also gleichmäßig nebeneinander gestellt. Und kaum hat man das getan und sagt, ich nenne das einfach beides Arbeit, kümmere mich nicht darum, ist es Lohn oder andere. Ich kann dann im Einzelnen verfolgen, dass natürlich derjenige, der im Haus arbeitet, immer derjenige ist, der entweder umsonst arbeitet oder aber, so wie das auch in Lohnarbeit überführt ist, ne, Erzieherinnen und so weiter, Kindergärtnerinnen, ist es weniger wert, gibt weniger Geld und taugt nicht so viel wie das an. Und so, diese automatische Hierarchie setze ich einfach außer Kraft im Modell, indem ich sie nebeneinander stelle. Ich sage, es gibt zwei Arten von Arbeit, die entgegengesetzten Zeitlogiken folgen. So. Kaum hat man das aufgeschrieben, wird man sehr mutig. Oder bei mir war das so. Ich dachte, ja, na, wenn das beides Arbeit ist und ich habe das jetzt geschrieben und verteidige das gegen andere, die sofort einschreiten, dass man das nicht alles Arbeit nennen kann, na, weil bei den Frauen ist, weiß man ja, sie sitzen die Hälfte der Zeit auf der Couch, essen Pralinen und das soll plötzlich dasselbe sein wie der Mann am Fließband, der den ganzen Tag so machen, damals noch machen muss. Das kann ja nicht sein, aber ich stehe jetzt darauf, es ist beides Arbeit mit unterschiedlichen Logiken der Zeit drin. Wenn man das gemacht hat, stellen wir fest, da gibt es ja noch mehr Tätigkeiten und Bereiche, die ich jetzt frech genug auch Arbeit nenne. Der dritte Teil also, wir haben jetzt zwei Logiken,
Die dritte Logik bezieht sich auf den Menschen als Selbstzweck oder das Selbstzweckhandeln. Das soll heißen, Dinge, die wir für, wo wir selber, nicht für irgendeinen anderen Zweck, nicht um Kinder zu versorgen oder Alte oder aus Freundlichkeit oder so, sondern ausschließlich uns selber im Blick haben, in der Perspektive, also das Ganze, was wir Lernen nennen und alles, was in künstlerischer Entfaltung die schlummernden Fähigkeiten in jedem Einzelnen, was die Einzelnen als Menschen auszeichnet, die ja nicht bloß essen und trinken und versuchen, ein Dach über dem Kopf zu haben, sondern als Menschen ja sehr, sehr viel mehr können, eigentlich alle. Aber das schlummert und kommt nicht zur Entfaltung. Das braucht Zeit, Muße, sonst funktioniert es nicht, so wie Saxophon üben und spielen und ähnliche Scherze von Silvia und anderen. Kurz das künstlerische Mögliche und das ständige Lernen, wo der Mensch sich selber Zweck ist, braucht eine dritte Säule und braucht eine Zeit, die nicht nach Sekunden gemessen wird. Das ist der schönste Dichter dazu ist immer Brecht, der dann die Menschen, die stehen in Schlange vor einem Bordell und singen und sagen, Liebe ist doch an Zeit nicht gebunden. Johnny, mach schnell, es geht um Sekunden, dann ist schon der nächste Kunde dran. Nicht? Und dann hat er das zusammengeführt, dass ihr seht, dass es da mehrere Zeitlogiken drin gibt, die ineinander geschaltet was Furchtbares sind. Also müssen sie einzeln stehen. Und wenn man diese dritte Säule aufgespannt hat und sagt, so, der Mensch als Selbstzweck mit Muße, wieder eine andere Zeit, dann fällt einem natürlich auf, dass man für diese Anordnung die Gesellschaft verändern müsste, dass sie diese Anordnung zulässt und braucht und möglich macht. Also, dass ein jeder sich in die politische Gestaltung der Gesellschaft mischen muss. Das wäre dann die vierte Säule, wofür man auch Zeit braucht. Jetzt kommt es für dieses Vier-in-Einem-Perspektive, kommen zwei Bewegungen, die schwierig sind und in endlose, furchtbare Diskussionen immerzu hervorgebracht haben. Nämlich, wie machen wir denn das dann, wenn man das aus diesen überzeugenden, nachvollziehbaren Säulenmuster in ein menschliches Leben denkt? Da meldet sich jemand und sagt, ja, das ist doch ganz einfach. In meiner Jugend klotze ich ran und maloche wie verrückt. Und im Rentnerdasein hole ich meine Geige aus dem Keller und meine gichtigen Finger setze ich auf die Saiten und gehe nochmal und lasse mich als Sängerin ausbilden. Und so, ne, das mache ich im Rentenalter. Und dazwischen, kurz, ich muss etwas tun, was es jetzt sofort umsetzt. Und das ist, dass ich jetzt anfange, einfach ganz mechanisch, ohne dass ich behaupte, dass es genau so sein muss, aber es muss doch so ähnlich sein, zu überlegen, wie viel tätige Zeit hat eigentlich ein Mensch am Tag, nicht im Leben, Rentenalter und Kinderalter, am Tag. Am Tag sind das, nehmen wir mal 8 Stunden runter, für Schlaf und Essen. Dann bleiben dort 16 Stunden übrig. Die teile ich jetzt durch 4 und kriege als erstes heraus, ich kann auf jeden dieser Sektoren 4 Stunden am Tag im tätigen Leben eines Menschen unterbringen. Wenn das so ist, dann können wir uns nicht mehr als 4 Stunden Lohnarbeit leisten. Weil ja die anderen 3 Bereiche sonst automatisch zu kurz kommen. Das gibt übrigens die erste Antwort, warum ist eigentlich Frauenunterdrückung unendlich, unendlich, unendlich bleibend und wir können machen, was wir wollen und es reproduziert sich und reproduziert sich und wir arbeiten hier und arbeiten dort und dann ist es immer wieder da. Das ist doch ganz einfach dadurch, wenn wir es erlauben, dass Menschen mehr als 4 Stunden in der Lohnarbeit tätig sind, muss jemand anders mindestens den 2. Bereich und wahrscheinlich den 3. und sicher auch den 4. übernehmen. Das heißt, wir brauchen Berufspolitiker, die Politik machen und erlauben das. Und wir brauchen Frauen, die sich freiwillig
in ihrem Leben der Freundlichkeit in der Welt und der Aufzucht der Kinder und der Sorge für die Alten und der Kranken und so weiter einsetzen. Und das bleibt. Wenn wir das erlauben, dass die Männer mehr als 4 Stunden in der Lohnarbeit sind, egal wie qualifiziert die ist, wird diese Struktur so bleiben und wir kriegen diese Frauenmarginalisierung nicht raus. Selbst dann nicht, wenn wir jetzt erlauben, dass auch Frauen in die Berufstätigkeit gehen, dann nehmen sie aber nur einen Teilzeitjob, sonst kriegen sie es nicht zusammen, dann haben sie wieder keine mögliche Karriere und so weiter. Ihr kennt diese einzelnen Elemente, die als Folge dann rauskommen, alle. Und abgesehen davon, diese Säule, die da drin vorkommt, wo die Menschen sich als Selbstzweck haben, also ihr Menschsein verwirklichen, entfällt für Frauen meistens vollständig. Ihr könnt ja mal eine Untersuchung machen, was alle diese vielen Frauen, die nicht selber Sängerin geworden sind oder Pianistin, was die in ihrer Jugend gemacht haben an Kunst und wo das geblieben ist. Es ist gestrichen, es ist Luxus und ist für eine Elite. Ich zum Beispiel habe, als ich angefangen habe zu studieren, deswegen kommen bei mir immer Beispiele von Cello, aber ich habe Geige gespielt. Ich wollte es nur nicht so deutlich machen. Aber jetzt habe ich beim Text habe ich immer Cello als Beispiel. Aber selbstverständlich habe ich das gelassen, als ich studiert habe. Das passte nicht mehr. Ich konnte das nicht unterbringen, zeitlich und nicht die Muße dazu und so weiter. Also ist das der Ratschlag tatsächlich, dass ein jeder, irgendwo habe ich das sorgfältiger formuliert, dass ein jeder an sich selbst und seine Lebensführung die Anforderung stellt, in all diesen 4 Bereichen zu Hause zu sein, sein Leben danach auszurichten, dass diese 4 Bereiche als verschiedene möglich sind. Die einzelnen Menschen natürlich verschieden, aber doch so. Natürlich können wir jetzt, wenn Studentinnen hier sind, werden sie das tun, werden sie spitzfindig diskutieren. Und was ist, wenn der Beruf, den man ergriffen hat, wie zum Beispiel Kindergärtnerin, ohnehin schon ein Reproduktionsberuf ist? Kann ich den dann streichen oder so? Aber es ist ja klar, dass die Grenzen nicht so fest sind, dass zum Beispiel die Entwicklung des Selbst, der Mensch als Selbstzweck, auch im gewöhnlichen Berufsleben stattfindet, wenn man nicht wirklich Straßenfeger wird oder so, ist Selbstverwirklichung natürlich im Beruf auch drin. Aber dieses Modell ist nur als Skizze für die eigene Lebensführung und als Basis für die Erklärung, warum ist welche Unterdrückung da und als Möglichkeit, sein Leben in diese Richtung zu ändern. Ich muss mal gucken, wie ich das dort formuliert habe. Es ist natürlich jetzt nicht mehr da. Ich habe es aufgeschrieben, wo es sein müsste. So. Ich habe nämlich hier 34 Seiten geschrieben und das hat nichts damit zu tun, was ich euch jetzt sofort sagen kann. Also, das endet so. Das zeigt die 4-in-1-Perspektive als eine Art politischen Kompass, der vom Standpunkt der gesellschaftlichen Gesamtarbeit die Einzelnen in die Pflicht nimmt, auch ihre Leben so einzuteilen, dass sie in jedem der Bereiche tätig sind, gleichermaßen, sich entsprechend qualifizieren oder bescheiden und solche Art das Leben verträglich genießen. Das kommt von meiner ersten Vorstellung in Leipzig, der 4-in-1-Perspektive, gerade als alle diese DDRler dazu kamen. Da war eine Chefärztin. Glühend saß sie da, sagte, das finde ich großartig, ein wunderbares Projekt, fantastisch, wie sie das gemacht haben. Aber es ist natürlich nur für die Massen, denn ich als Chirurgin arbeite 19 Stunden am Tag und das muss ich auch. Denn meine Gesellschaft hat meine Ausbildung bezahlt, also muss ich mich vollständig, anders wäre ich auch nicht qualifiziert und so weiter. Da habe ich gedacht, ich muss das extra schreiben, dass sie gleichermaßen sich qualifizieren oder bescheiden und das Leben verträglich genießen. Kurz die psychische Seite. Das 4-in-1-Projekt verlangt eine bewusste Lebensführung. Gesellschaftlich ist sie mit kapitalistischen Produktionsverhältnissen ganz unverträglich.
weil sie Plan anstelle von Krieg, Profit, Übervorteilung als Grundlage voraussetzt und zum Resultat hat. Es ist also etwas in Bewegung, nennt man dialektisch. Sie ist in dem Sinne eine praktische Utopie. Sie ist zugleich Politik von unten, weil sie ja verlangt, dass jeder die Gesellschaft gestaltet, und sie ist radikale Demokratie. Sie ist mit den alten Individuen aus den alten Verhältnissen schwer zu machen, weil diese sich herausgebildet haben, um in Verhältnissen von Konkurrenz und Neid zu überleben und selbst voranzukommen als Einzelne. So ist sie ein Lernprojekt in Wechselwirkung. Einmal damit begonnen, ändert es schon einiges an den Verhältnissen und umgekehrt. Unter den Übergangsverhältnissen werden die bewussten Frauen leichter diesen Zusammenhang leben können, soweit sie schon lebenslang in der Sorge für andere zuständig waren unter Selbstopfer. Lässt sich solche Verantwortung einsichtig auf alle, kurz auf die Gesamtgesellschaft übertragen, ohne Aufopferung des eigenen Lebens. Und das wäre dann eine neue und andere Vorstellung von Gerechtigkeit. So, das war die 4-in-1-Perspektive. Wir haben dann versucht, was geschah mit diesem Ding. Ich habe es schon gesagt, unendliche Massen von Vorträgen. Ich habe, glaube ich, 65 inzwischen dazu gehalten und finde es auch nicht mehr so schön, obwohl ich es immer von einer anderen Perspektive vorstelle, damit ich mich nicht in der Wiederholung selber langweile. Aber irgendwie haben wir dann ein Team gebildet unter Frauen, die dann, wenn wieder Einladungen dazu kommen, und das waren Unmengen, überall in der evangelischen und in der katholischen Erwachsenenbildung, in der gewerkschaftlichen Bildung, in alternativen Gruppen, bei den Grünen in Wien, aber auch anderswo in Graz und viele in Österreich und überall. Und dann wurde sie übersetzt. Ich bin kürzlich in Nordspanien gewesen, um über das Gesundheitswesen zu sprechen. Und da kamen sie am Flughafen und sagten, I Catro in Uno, Catro in Uno. Ich sage, was ist das denn? Warum sagen sie immer Catro in Uno zu mir? Das war 4-in-1 auf Spanisch. Das war schon bei ihnen angekommen. Und sie dachten, das wird jetzt auch noch kurz von mir dort eingebracht, weil sie dem alle anhängen. Es ist auch ins Englische übersetzt, ins Polnische auch. Ich weiß nicht, was sie damit machen. Es geht inzwischen in 7 Sprachen übersetzt und offensichtlich ergreift es die Menschen. Und ich habe sogleich zur Gründung der Linkspartei in Berlin, der Partei Die Linke in Berlin auf dem Gründungsparteitag, da war ich schon Ende 60 und hatte noch niemals einer Partei angehört, aber ich hatte die ganze Zeit, Gramsci würde sagen, im Stellungskrieg gearbeitet, also kritische Theorie überall vermittelt, revolutionäres Bewusstsein überall vermittelt und was müssen wir machen, um was wie zu verändern. Und dann wurde diese Partei gegründet und zwar aus den unzufriedenen Gewerkschaftern, also allen Linken, als WASG, die vielen kleinen, winzigen, zersplitterten studentischen Linksgruppen, die überall wie Pilze aus dem Boden geschossen waren, Kommunistischer Bund und Kommunistischer Verein und Revolutionärer Verein und sonst was alles, alle zusammen schossen zusammen und mit der aus dem DDR kommenden, die westlichen sammelten sich unter Lafontaine und die östlichen unter Gysi und Biski aus der PDS. Und das waren viele, viele, die konnten also Wahlprozente von 28-30% dort überall bekommen, wenn sie zur Wahl standen. Die zogen sich zusammen und sagten, wir gründen jetzt die Partei Die Linke. Und dann habe ich gedacht, es ist unmöglich, dass ich jetzt weiter außen stehe und sage, diese Konsequenz will ich nicht ziehen. Ich bin viel, viel nützlicher, wenn ich überall sonst arbeite, sondern ich bin aufgestanden aus Zorn, nämlich diese wunderschöne Initiative und dieses, wo so viele Träume und Hoffnungen, könnten die nicht alle zusammengehen, plötzlich Wirklichkeit wurden, war natürlich symbolisch abgebildet. Es war ein riesiger Saal und oben war ein viel größer als dieses, viel größer. Also mich sieht man da auch im Bild, das gibt es noch, da stehe ich
wie Zwergnase irgendwie da drunter und oben drüber ist dieses riesige Bild. Und da waren drei metallige Fäuste, also von Metallarbeitern, nicht mit Orthese wie ich, also die Fäuste von Metallarbeitern, ne, abgebildet, drei Männer und darunter die neue Linke. Dann haben die Frauen, die da mitgearbeitet hatten, am ersten, das war ja gleichzeitig der Gründungsparteitag, am Programm, die haben gesagt, du musst was sagen, du musst was sagen, geh schnell rauf und wir sorgen dafür. Und aus aller Welt waren diese Grußbotschaften und immer stand einer in einer riesigen Schlange, die alle sagten, wie gut sie großartig die Gründung der neuen Linken finden und so von überall her. Dann haben sie mich vorgeschoben, dann musste ich auch was sagen. Dann habe ich das... Eben gibt es dieses Bild, wo ich so winzig bin, aber sie konnten das alle über Fernsehen sehen, sodass sie mich auch ganz groß hatten. Und dann habe ich dieses gesagt, nämlich immer noch voll Hoffnung, wie gut ich das finde, wie notwendig und wie wichtig das ist und dass ich jetzt eintrete, um dieses zu ändern, was auf dem Bild drauf ist. Nämlich erstens ist das nicht mehr die Zeit der Metallarbeiter und Faustarbeiter und Handarbeit, sondern wir sitzen längst im digitalen Zeitalter und sie sitzen an Computern. Auch die Metallarbeiter sitzen an Messwarten und beobachten Lichtsignale und nicht etwa schwingen sie irgendwie so dieses. Erstens ist dieses falsch und ich kann dazu euch einiges sagen, wie das jetzt aussieht. Und zweitens kann das keine Männerangelegenheit sein. Ihr schließt schon wieder die Frauen aus. Ich trete jetzt ein, um das zu ändern. Und insgeheim dachte ich, 4, 5 gute Frauen. Und dann kriegen wir das hin. Das war ein Irrtum. Aber das ist jetzt vom Resultat gesprochen. Aber jetzt der Versuch in diese Linke, die 4-in-1-Perspektive ins Programm zu bringen. Dazu haben wir eine Gruppe von diesen Frauen, die dort waren. Wir haben sofort das erste Frauenplenum zusammengerufen, haben leider eine wichtige Abstimmung verpasst, aber immerhin haben wir uns zum ersten Konferenz zusammengefunden, in denen ich Ihnen vorgestellt habe, wir setzen die 4-in-1-Perspektive durch und alle haben sich daran beteiligt und eine Referentinnengruppe gebildet, sind durch die Lande gereist, haben ihre einzelnen Gruppen mobilisiert und so weiter. Das haben wir 2 Jahre gemacht und dann kam der große Parteitag, wo wir das zur Abstimmung gestellt haben. Da wurde das Programm, das Neue, verabschiedet. Auf der Höhe der Zeit jetzt. Nicht das Spontane zum Parteitag, das Neue. Und das war da drin und wir haben verloren, aber 40% der Delegierten haben dafür gestimmt. 40%. Die Frauen waren alle völlig zerstört und verzweifelt. Und er sagt, 40%, überlegt mal, in 2 Jahren haben wir 40% der gesamten Delegierten auf diesen Kurs gebracht. Das bedeutet doch, dass wir weitermachen müssen. Und wir haben eine Dialektikwoche gegründet und die kommen jetzt einmal im Jahr, eine Woche lang zu mir nach La Palma, weil ich unbeweglich geworden bin und nicht mehr überall reisen kann. Wie gesagt, jetzt schon 4 Tage ohne Stock. Und wir arbeiten weiter, nicht am Parteiprogramm. Wir arbeiten an der politisch-theoretischen Grundausbildung der Frauen, die in parlamentarischen oder gewerkschaftlichen politischen Positionen sind, dass sie lernen, zum Beispiel was Einfaches, was ihr vielleicht alle lernen könntet, ganz schnell, Fragen, die euch öffentlich gestellt werden, im Fernsehen oder in Interviews, nicht beantworten. Die Frage ist eine Falle. Die Frage muss sofort gefragt werden, wo kommst du her, welche Interessen vertrittst du und dann verschoben werden. Und die neue Frage, die ihr dann stellt, ist schon der erste revolutionäre Schritt. Also solche Sachen lernen die und kommen also seit 10 Jahren jedes Jahr nach La Palma und studieren in diesem Jahr, kommenden Jahr zum ersten Mal immer im Januar, wenn die Weihnachtsflüge billiger sind, nach Weihnachtsflüge. In diesem Jahr studieren sie zum ersten Mal Antonio Labriola. Das sage ich nur deswegen, damit ihr den auch alle studiert. Das ist derjenige, der den Begriff der Philosophie der Praxis geprägt hat und mit Gramsci
arbeitet. Wir arbeiten natürlich auch mit Gramsci und es ist ein wirklicher Ansporn von euch, was in Marx schon angelegt ist, nämlich die praktischen Lebenstätigkeiten der Menschen als Ausgangspunkt zu nehmen und nicht eine vorhandene Theorie dem überzustülpen oder es daraus abzuleiten, sondern es aus den praktischen Tätigkeiten zu entwickeln. Also, jetzt 10 Jahre später, die Partei Die Linke ist 10 Jahre alt und die Frauen haben unermüdlich weitergearbeitet, soweit sie drin war. Die Vorsitzende ist eine von diesen Schülerinnen des ersten Tages, die Katja Kipping, aber auch andere da drin sind von Anfang an dabei gewesen. Es ist ihnen gelungen, in den Entwurf des Wahlprogramms für diese jetzt vergangene Wahl die 4-in-1-Perspektive einzuschreiben. Waren sehr stolz. Und ich habe das gelesen und das ist jetzt der Grund, warum ich mit euch diskutieren wollte. Ich habe schriftlich behauptet, es ist ja gar nicht drin, ihr habt geschwindelt oder so. Doch, guck genau an auf Seite 40. Auf Seite 40 im Wahlprogramm, wer kommt denn bis Seite 40? Aber egal, Seite 40 ist es. Dann habe ich es auch gefunden, es steht da wörtlich. Und was haben sie getan? Sie haben diese 4-in-1-Perspektive jetzt runtergebrochen auf ihre alltägliche Politik. Das ist ganz, ganz was Merkwürdiges, geradezu Skurriles passiert. Ich wollte euch eine Passage daraus, ich sage euch vielleicht erst, was passiert ist. Es liest sich absolut sektiererisch, nicht einfach bloß reformistisch, das auch. Aber es liest sich ganz sektiererisch, du weißt gar nicht, für wen wird denn eigentlich da gekämpft, wer soll denn das jetzt sein? Und dann versuchst du es dir in deinem Küchenverstand klarzumachen, wer jetzt gemeint ist und angeredet ist und stellt fest, mehr und mehr, offensichtlich ist in diesem Wahlprogramm verantwortet von unserer Vorsitzenden vorgesehen gewesen, eine Politik nur für Minderheiten zu machen, die ganz, ganz wenige sind, immer weniger, weil es immer detaillierter wird, was zu geschehen hat im Einzelnen. Ich sehe die Fragezeichen in den Gesichtern, lese ich euch doch mal ein Stück daraus vor. Es ist vielleicht praktischer. Auf Seite 25, glaube ich, habe ich das. So lange habe ich schon analysiert, was passiert ist. Wo ist das jetzt? 25. Seite 25 unten fängt es an. Also was Sie vorgenommen haben, ist soziologisch begrifflich gesprochen eine Einschließung von bisher nicht berücksichtigten Gruppen, Positionen, Meinungen, Auffassungen und damit eine Ausschließung von etwas, was ich sagen würde, ist der Mensch, soweit er noch in der Normalität dieser Gesellschaft steckt, ist ausgeschlossen. Das ist ein Vorgang von Ein- und Ausschließen. Sodass es wirklich ein Anti-Wahlprogramm ist, weil jeweils die Mehrheit ausgeschlossen ist. Also alles, was wir als Normalbürger sein, ist regelmäßig ausgeschlossen und stattdessen eine Minderheitenposition. Ich muss zu eurem Trost sagen, das ist durchgefallen. Das heißt, das war nur der Entwurf des Wahlprogramms. Als dann das wirkliche Wahlprogramm gemacht wurde, wurde dieses alles wieder gestrichen. Aber ich wollte nicht, dass ihr erbittert sagt, wieso haben sie die 4-in-1-Perspektive gestrichen, sondern ich wollte, dass wir überlegen, was passierte denn eigentlich in diesem Vorgang, wo sie es reingetan haben. Jetzt muss irgendwie 27 unten muss es losgehen. Also Beispiele, wie sie es gemacht haben. Das Recht auf Teilzeitarbeit muss verankert werden und zugleich das Recht auf die Rückkehr zur Arbeitszeit davor geben. Es muss durch Rechtsformen besiegelt werden.
sodass also die Selbstbestimmung für die Zeitverausgabung der Einzelnen für gesellschaftliche Arbeit ein Rechtsanspruch wird und nicht an gesellschaftlichen Bedürfnissen ausgerichtet ist von diesen, die das gemacht haben. Nicht eingeschlossen sind, wenn ihr das mal durchrechnet, mit dem Ausschließungs-Einschließungsmodell mal durchrechnet, alle diejenigen sind jetzt nicht eingeschlossen, die nicht zurückkehren wollen in ein Vollzeit. Das sind immer mehr und mehr natürlich. Und auch die, denen das gleichgültig ist, sind alle schon mal ausgeschlossen. Ferner wird die Arbeitszeitregelung immer noch im Wahlprogramm geregelt und Überstunden durch Mitarbeiter und ihre Vertretungen abgesegnet. Das ist keine schlechte Idee, ne? Überstunden müssen also, sind also genehmigungspflichtig durch die Kollegen. Das ist keine ganz schlechte Idee, aber es trifft schon wieder nur die, die einen Arbeitsplatz haben, der zudem ausgedehnt wird. Es trifft also nur die, die geregelte Arbeitszeiten haben. Kurzzeit und ohne Arbeit sind nicht gemeint oder sind nicht eingeschlossen. Dann gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. Und das kennen wir übrigens von urlange her, ne? Das ist ja mindestens 30 Jahre alt, aber sie haben es auch aufgenommen. Unverhofft kommt jetzt der Wert da drin vor. Gleichwertige Arbeit, der ist ja ganz ideologiegeladen und spricht gar nicht darüber, dass ja über das Gehalt zu sprechen ein Geheimnis ist, dass man nicht vergleichen kann. Um das aufzufangen, verlangen sie das Verbandsklagerecht in einem Wahlprogramm. Die meisten werden nicht wissen, was ein Verbandsklagerecht ist, aber immerhin, ist zwar unverständlich, aber immerhin kommt eine Klausel dran, damit Frauen nicht allein vor Gericht ziehen müssen. Das scheint viele zu betreffen, nämlich die Prozente im Durchschnitt, die Frauen weniger verdienen als Männer. Also das wissen alle, sind pro Land verschieden, aber so um 20% verdienen sie jedenfalls weniger. Und dafür sollen sie nicht allein vor Gericht ziehen müssen. Alle, die das sowieso nicht vorhatten oder nicht wussten oder sowas, gehören hier gar nicht rein. Es gibt einen berühmten Fall, das ist der Fall Ledbetter. Da ist eine Frau vor Gericht gezogen und hat geklagt und ausgerechnet, dass sie bei gleicher Arbeit, nicht gleichwertig, bei gleicher Arbeit mit den Männern in den 20 Jahren, die sie berufstätig war, so viel wie ein Haus nicht bekommen hat. Und sie hat Recht bekommen. Und das war, als Obama dran kam, und das war in den USA. Sie hat Recht bekommen und hat das Geld bekommen. Deswegen ist der Fall, für diejenigen, die den Fall von Ledbetter kennen, nachvollziehbar, aber die meisten von euch werden das vermutlich nicht wissen, dass sie vielleicht als Frauen nicht alleine vor Gericht ziehen müssen, um zu sagen, ich bekomme für eine gleichwertige Arbeit und man kann es nicht mal messen. Wie kann man das sehen, dass sie gleichwertig ist? In den Feldern, denen ich bin das, oder gewesen bin als Berufstätige, waren sowieso die Gehälter gleich an den Universitäten, aber in anderen nicht. Kurz, es sind ganz furchtbar viele Menschen wieder nicht gemeint und ausgeschlossen, und irgendwie weiß man nicht, wer jetzt die Linke daraufhin wählen soll, dass sie dieses kann. Es scheint also nur die zu betreffen, die tatsächlich auf Klage sinnen, statt ein Bewusstsein zu schaffen, dass es Klagen geben sollte, und vielleicht sollte die Partei allgemein mal diese Klage einfach aufnehmen. Das letzte Beispiel, damit ihr seht, wie sie es gemacht haben, Frauenquote an der Unternehmensspitze. Frauenquote an der Unternehmensspitze. Das schließt die wählenden Männer weitgehend aus. Und wenn es ein bisschen analytisch unterfüttert würde, würde man wissen, dass es eine 100%-Quote geben müsste dann, weil nämlich die Jahrzehnte alle aufzuholen, in denen die Aufsichtsräte und Vorstände nicht mit Frauen besetzt waren, mindestens 100 Jahre braucht, wenn nicht viel länger. Und infolgedessen ist es besser, man fängt gleich mit 100% Frauen in den Aufsichtsräten an, um überhaupt was hinzukriegen.
Nee, es wurde ausgerechnet, es sind 450 Jahre, bis man eine Parität hat, wenn man nach den jetzigen Regeln, nämlich bei gleicher Qualifikation, es eine Frau einzustellen vorgeht, dauert es 450 Jahre, bis man sie parallel hat, weil man das auf diese Weise nicht hinkriegt. Aber davon steht hier nichts, aber auch nicht, dass es einen inneren Klientelismus in den Vorständen gibt, nämlich wie viele Jahre eigentlich einer dienen muss, bis er in diese Position kam, auf welche Schule er gegangen sein muss, in welchem Viertel er gewohnt haben muss, welche Eltern er gehabt haben muss und welche Freunde und Bekannte etc. Das wurde kürzlich mal in der FAZ aufgelistet, wie das passiert, sozusagen die Rekrutierung im Klientelismus der Aufsichtsräte. Das geht also so überhaupt gar nicht, sondern es ginge nur, dass man auf die Rekrutierungsformen ein Skandallicht wirft und dieses, ich habe dazu eine Patriarchatsnachricht geschrieben, ihr könntet das finden mit genauen Zahlen, wie das geht. Das könnte man sagen, gut, die Partei, die Linke, um gewählt zu werden, wirft ein Licht auf diese Skandale, wie die Vorstände rekrutiert werden, sodass sowieso auf keinen Fall mehr als 10% Frauen da rein können. Das geht nicht, das ändert sich nicht, weil das nämlich nicht die Kriterien sind, nach denen ihr denkt, sie messen würden. Aber das Ganze ist deswegen so verknäuelt und irgendwie merkwürdig und hält nicht, weil es über einen grundlegenden Widerspruch, der drunter ist, schweigt, den nicht ausspricht. Und der gehört aber dahin an die Stelle, nämlich, wie möchten wir denn eigentlich das Unternehmen im Kapitalismus geleitet werden? Was denken wir denn dazu? Ist das unser Problem, Frauen und Männer oder so? Oder gar transatlantische Unternehmen? Möchten wir, dass besser ausgebeutet wird? Sind ja kapitalistische Unternehmen. Möchten wir, dass sie alle mehr auf Gesundheit achten? Oder möchten wir, dass mehr Soziales da reinkommt? Oder dass sie im Wettbewerb fähiger werden, die einzelnen Unternehmer, und nicht dauernd wie Air Berlin pleite gehen oder ähnliche oder Nokia oder wie alle pleite gehen? Möchten wir, dass das nicht passiert? Und deswegen möchten wir, dass Frauen da reingehen? Oder was wollen wir? Wir, die wir den antikapitalistisch Seelen haben, eigentlich in der Leitung kapitalistischer Unternehmen verankern. Vielleicht, und dann noch am Weltmarkt. Vielleicht sollten wir das darüber nachdenken. Virginia Woolf hat darüber nachgedacht und hat ein College für Frauen, die dann auch sich vorgestellt, ein College für Frauen gegründet. Zu gründen vorgeschlagen. The Three Guineas heißt der Text, wenn ihr das nachlesen wollt, und festgestellt, das Erste, was passieren würde, wenn man die Frauen, die in dem College, welches für uns ein fantastisches College für Frauen wäre, wenn man die an die Gesellschaft losließe, um die Wirtschaft zu regeln, würden sie bedauerlicherweise diese sofort ruinieren, weil die Kriterien, nach denen sie ihre Leben ausrichten, nicht die identischen sind mit den kapitalistischen Unternehmen und schon gar nicht am Weltmarkt. Also müssten wir diese Frage vorher klären, und solange darüber geschwiegen wird und oben drüber wird gedacht, wir können das doch irgendwie transformierend regeln, gibt es Knäule im Bewusstsein und man kriegt es nicht hin. So wäre es doch vielleicht eher günstig für uns, wir würden über Korruption und Vorteilsnahme, Gebrauchswertfälschung, wie jetzt bei VW oder sowas, unsere Kräfte in deren Dienst stellen, das in der Gesellschaft zu skandalisieren und so weiter. Es wäre eine andere Richtung, aber es ist eine völlig andere Politik schon wieder. So kann man da nicht einfach rangehen. Aber die Perspektive, auch in der 4-in-1-Perspektive, war doch, jeder soll lernen, die Gesellschaft zu regieren. Wie denn dann? Wenn dieses Unsinn ist, wenn das die 4-in-1-Perspektive runterzubrechen, zudem auf die Fächer, auf denen die Einzelnen tätig sind, ne? Jemand für Berufsbildung und jemand für Gesundheit und Soziales, jemand, und jetzt runterbrechen die 4-in-1-Perspektive, wird es so verrückt. Und es sind immer die meisten ausgeschlossen, und die in, ihr könnt es auch denken, Ehe für alle. So,
Was jetzt passiert, wenn man das unterstützt, muss man jetzt eine Liste machen, wer jetzt wunderbar davon, wer davon etwas hat und für wen das alles gut und günstig ist. Binnen kurzem seid ihr in einem sehr liberalen, merkwürdigen Feld. Und ferner, ihr schließt alle aus, die vielleicht noch in einer Normalehe leben. Die gehören nicht dahin. Weil jetzt nämlich angeschlossen wird, wir sind nicht nur für Ehe für alle, sondern wir sind auch gegen die irgendwie Diskreditierung nach Rasse und Geschlecht sowieso, aber dann auch, und jetzt wird es immer kleinteiliger, ich hatte das auch rausgesucht, was, wer alles jetzt einbezogen ist, für den jetzt die Linke dann arbeitet, laut Wahlprogramm. Am Beispiel der Ehe für alle, wo so viele jetzt, das heißt nicht, dass ich gegen die Ehe für alle bin, sondern ich halte das nicht für eine Wahlkampflose, für eine antikapitalistische Linke, falls das überhaupt möglich ist. Anna, ich wollte doch noch ein wunderbares Beispiel, weil ihr noch skeptisch aussieht. Die Pflege und die Versicherung wird so geregelt in dem Wahlprogramm. Als Care-Revolution, ist ein bisschen anbiederisch, weil niemand genau weiß, was Care-Revolution meinen soll, aber man weiß, da gibt es Leute drumherum, die das, vielleicht kriegt man die wählen dann. Es soll, jetzt geht's los, Wahlprogramm. Beschäftigte sollen 6 Wochen für Pflege freigestellt werden, auch für die Pflege von Angehörigen ohne Verwandtschaft. Auch für Beziehungen, das hört sich zunächst unverständlich an, dann betrifft es Menschen, die nicht in gewöhnlichen Eltern-Kind-Verhältnis leben, aber dennoch sich verantwortlich fühlen für solche, mit denen sie weder verwandt noch sonst was sind, noch irgendeine Beziehung haben, die sollen auch 6 Wochen für Pflege freigestellt werden. Mitten in diesen harten kapitalistischen Verhältnissen, wo jeder den anderen totschlägt, soll ein jeder, der sich der notwendigen Pflege in akuten Situationen widmet, 6 Wochen nicht in die bezahlte Arbeit gehen müssen, bei Lohnfortzahlung. Das nennen wir eine freie Form von solidarischer Hilfe für 1 bis 5 Monate, ohne, das ist jetzt alles wörtlich, dass er dafür irgendwie in seinem Lohnarbeitsverhältnis gestört wird durch deren Verpflichtung. Also alle diejenigen, die solche Menschen nicht kennen, oder nicht finden, gehen leer aus. Und wen betrifft es also ungenannt? Das steht dann auf der gesamten Seite verstreut, nämlich die solidarische Gesellschaft entsteht so, in der alle Familienformen und Lebensformen gegen die überkommenen Privilegien, die die Ehe hat, stehen. Versucht es mal. Ausgeschlossen sind also alle, die in der überkommenen Form leben, oder die Witwen oder Witwe sind oder keine Kinder in der Gegend haben, also alle einer überholten Normalität anhängen. So, das ist dieses. Jetzt, wie denn dann? Die Frage war, wie denn dann? Wenn das irgendwie so merkwürdig wird, die Frauen sind alle gut geschult, die das gemacht haben. Und ich bin ziemlich froh, dass das durchgefallen ist, aber wie denn dann? Geht es überhaupt nicht. Jetzt habe ich überlegt, dass die einzige Möglichkeit, und die, da hoffe ich jetzt auf eure Fantasie und Verstand, die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist, wenn wir uns das politische Feld ansehen und über Änderungspotenziale nachdenken und uns fragen, was wir denn eigentlich darin machen sollen, wenn es jeden Tag schrecklicher wird, dann gibt es doch immer noch den Leitgedanken, dass die Widersprüche unserer Hoffnung sind. Dass eben nicht alles in der gleichen Logik abläuft und nicht alles deterministisch 1:1 geht, sondern dass es in Widersprüchen vorangeht. Die meisten von euch werden den ersten fundamentalen Widerspruch kennen, nämlich dass der Kapitalismus die Produktivkräfte entwickelt, die zugleich die Gesellschaft voranbringen und zugleich die Ausbeutung voranbringen, die zugleich die vielen ausschließen, die zugleich den Profit ermöglichen. Alles gleichzeitig. Und die erste
Gleichung, die da rauskommt, habe ich vorhin schon gesagt, sie ziehen ihre Profite aus der Ausbeutung lebendiger Arbeitskraft und gleichzeitig versuchen sie die Profite zu vermehren, indem sie den Anteil an lebendiger Arbeitskraft in der Produktion vermindern. Das heißt, sie schaffen permanent Arbeitslose oder Menschenmüll. Gerade eben haben wir wieder gehört, wie viel Tausend wollen sich jetzt gerade wieder entlassen, haben wir gerade wieder gehört in einer britischen Elektronikfabrik, so und so viel, Tausend sofort entlassen und so, könntet ihr auch traurig sein, da könnt ihr wahnsinnig an Widersprüchen lernen, weil sie eine Rüstungsding, den Fighter, den Starfighter, nicht mehr loskriegen, weil der den modernen Waffenproduktionen nicht mehr so gut gehorcht wie andere. Deutsche sind besser als diese. Können wir schon wieder national froh sein, nicht wahr? Also, weil das so ist, müssen sie sofort diese Produktion von diesem Ding, was sie gerade nach Katar verkauft haben, und noch fehlen andere Aufträge, müssen sie das einstellen und müssen ab sofort irgendwie 10.000 oder 20.000 Arbeitende entlassen. So, das ist Kapitalismus, das ist der Grundwiderspruch, mit dem die anfangen. Die Widersprüche sind zugleich unsere Hoffnung. Wo es keine Widersprüche gibt, gibt es Absolutismus von oben, Militär, Zwang, Gewalt, aber nichts, was sich bewegt. Nichts, was sich bewegt. Und wir können ja doch nur eingreifen, wo sich etwas bewegt. Und bewegt muss also ein Widerspruch gefunden werden. Und dann habe ich mal geguckt, wo die Widersprüche, die da drin vorkommen müssten, ich finde sie sofort, welche Widersprüche da drin sind, an denen es eigentlich ein praktisches Programm, was die Vier in einem Perspektive als Vision hat, arbeiten müsste. Und es sind jetzt 6 oder 7. Dass diese Menschen jetzt weggehen, heißt, sie langweilen sich, ne? Gut. Ja. Jetzt 6, 7 Widersprüche, die werden nur genannt. Und dann wird eure Kraft gefordert zu überlegen, geht es so? Und wenn es so ginge, wie denn dann wieder weiter? Einige Widersprüche, also alle aus dem Text, ne, die ich dachte, sie hätten sie verfolgen müssen. Alle sollen ein Recht auf einen entlohnten Arbeitsplatz haben. Aber gleichzeitig sind ja doch Linke gegen die Lohnform. Wie geht man damit um? Alle, der Nächste, sollen sich an der gesellschaftlichen Arbeit beteiligen. Auch sehr gut. Aber gleichzeitig sind sie gegen Zwang, sollen sich beteiligen und für Selbstbestimmung. Wie geht man denn damit um? Ich habe das konkret in Facebook gehabt. Da schrieb jemand: Ich höre, du bist gegen das bedingungslose Grundeinkommen. Dann habe ich gesagt, ich bin für die sozialen Garantien des Lebens, wie Rosa Luxemburg das spricht. Jeder soll ein Dach über dem Kopf haben und genug zu essen und zu trinken und nicht verhungern. In diesen reichen Gesellschaften ist doch wohl selbstverständlich. Damit geht das bei Rosa Luxemburg weiter. Sie in der Lage sind, sich politisch zu betätigen. Da riefen die einstimmig zurück, haha, bedingungslos, wir wollen keine Politik machen, dann bin ich wieder gegen das Grundeinkommen. Aber es ist an dieser Stelle doch zu denken. Alle sollen ihre produktiven Anlagen entwickeln können. Ihr hört, dass das aus 4 in 1 genommen ist, aber es sind ja nicht alle gleich. Wie also sollen alle ihre produktiven Anlagen entwickeln können? Und im Übrigen, der Umgang mit Widersprüchen, das Hantieren mit Widersprüchen, ist eine unglaublich schwierige Qualifikation, die sollte allen vermittelt sein. Ihr solltet jetzt wirklich schon gespannt sein und sagen, wir wollen unbedingt mitmachen und wollen diese Widersprüche produktiv nach vorne bringen.
wir sehen, dass es Widersprüche sind und was tun wir jetzt? Das ist die Schulung, die alle brauchen. Es muss im Leben wieder das Programm Platz und Zeit und Mittel sein für Kunst, Entfaltung, Entwicklung, Genuss. So. Aber jetzt geht es jetzt nicht weiter. Wir brauchen doch dann eine individuelle Ausbildung und Förderung und ein Lernen, in dem der Mensch selbst Zweck ist. Das ist doch ein ganz neues Kapitel. Das kann man doch nicht einfach so fordern. Da muss doch, jetzt geht es doch erst richtig los. Was machen wir denn dann, wenn dieses alle künstlerischen Entfaltung aller Anlagen in unserem Programm ist? Das ist ja bisher nur eine Aufforderung. Und doch auch geht doch die Ausübung der Künste in Lohnform, wie andere Arbeit, und also in Entfremdung im Verlauf. Was denn dann? Alle sollen für alle sorgen. Sorgen soll keine Spezialität für einige sein. Aber die Sorgearbeit ist doch auch in Lohnform in unserer Gesellschaft längst vorhanden. Was machen wir denn jetzt, wenn das so ist? Das hängt doch nicht den Frauen naturgemäß an. Und es bedeutet doch aber was einzig nicht in die Lohnform gerät, ist die Freundlichkeit in der Welt. Generationenverträge sollen her, für die, die nicht oder nicht mehr für sich selbst sorgen können. Also in Rechtsform gegossen. Wenn man die 4 in 1 Säulen nebeneinander hat, würde das eigentlich ausschließen, dass man eine in die Rechtsform gießt. Aber wie bearbeitet ihr denn dieses? Ich glaube, ich habe noch einen, den ich haben sollte, aber wir können auch an dieser Stelle... Nein, ich habe noch einen. Die Familie soll endlich aufhören, die Familie im Kernpunkt sämtlicher reaktionärer und konservativer Politik soll endlich aufhören, auch im Kernpunkt der Linken zu sein. Aber wir wissen doch aus Erfahrung, besonders in Krisenzeiten, dass die Einzelnen ohne Familie vollkommen ungeschützt sind. Man kann das leicht studieren. Wir haben diese große Krise und die Einsparungen in den Ländern wie Spanien, Portugal, Italien, Griechenland. Und was passiert? Dort studiert das. Die kommen zurück in die Familie. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wenn sie 50% Jugendarbeitslosigkeit haben, kommen diese Jugendlichen nicht in die Gesellschaft. Wo gehen sie hin? Sie gehen in die Familie. Mit 45 sitzen sie noch in der Familie zu Hause und wissen nicht, was sonst. Das heißt, diese ganze Generation, ich habe gerade eine Umfrage unter denen gemacht, ist im Grunde verloren für dieses ganze Volk. Was denn? Da muss doch auch eine andere Antwort hin, als die Familie einfach unzureichend zu finden, wenn sie in Krisen das Einzige ist, was bleibt. Die Anpassung der Ausbildung an Wirtschaftserfordernisse soll gestrichen werden. Aber solange wir die Wirtschaft nicht regulieren, wie denn dann? Das ist irgendwie zu kurz und ihr seht, dass auch dieses wieder schon ein Widerspruch ist. Und das Letzte war, nein, das Letzte brauche ich nicht, das braucht zu lang. Das braucht zu lang. Dann wollte ich eigentlich, Moment, gucken, ob ich genau an dieser Stelle euch das übergeben wollte. Ich dachte, es würde genügen, wenn ich sage, der Fehler ist, dass in der 4-in-1-Perspektive eben nicht jeder Bereich einzeln verfolgt werden kann, sondern das Revolutionäre, das Sprengende, der Zauber da drin liegt in der Verschränkung der 4 Bereiche. Keiner soll ohne den anderen verfolgt werden, weil jeder für sich genommen langfristig reaktionär wird. Das könnt ihr ganz leicht nachvollziehen. Nicht? Dann gibt es nur noch die, die den Vollzeitlohnerwerbsarbeitsplatz haben und alle anderen zählen nicht und für die kämpft die Gewerkschaft. Oder es gibt die Mütterideologien, wo die Frauen
auf ewig geknechtet, sind wie Bloch an dem, oh, ich habe den das Bloch-Zitat vergessen. Heidi muss doch das Bloch-Zitat noch finden. Die Frauen auf ewig an irgendwelche Natur gekettet bleiben. Geht auch nicht. Wir wollen noch keine solche Mutterideologie für Frauen. Ich war gerade auf einer Tagung, wo das so war. Alle schwelten da drin, dass Frauen Kinder bekommen, mehr und mehr und mehr. Und die haben noch nicht begriffen, dass die Fruchtbarkeit der Frauen doch auch ein Fluch ist. In allen, unter allen natürlichen Lebewesen, aber so auch unter den Menschen. Wie viele Menschen haben wir denn auf dieser kleinen Erde schon? Es ist doch Wahnsinn, jetzt darauf zu setzen. 17 Kinder wäre doch großartig. Man sieht, wie aus den Frauen das Leben kommt, nicht so. Das ist also auch total reaktionär, die nur auf den Zweig zu setzen, die künstlerischen Fähigkeiten zu entwickeln und zu entfalten, ist Elitebildung, geht nur für einige, ebenfalls reaktionär. Und Politik allein heißt Stellvertreterpolitik. Wir aber wollten Politik von unten. Also geht es so nicht. Und ich dachte, wenn man darauf achtet, dass es verschränkt ist, dann würde man eine andere Politik machen, die eben auf Widersprüche setzt. Und dies bitte ich euch jetzt zu tun. So.